Rundasana, wörtlich die Rumpfstellung oder die Stellung, die etwas abschneidet, ist eine Stellung, die dir hilft, nach innen zu gehen. Insbesondere ist eine Stellung, mit der du die Klänge abstellen kannst. Im Grunde genommen ist Rundasana eine Übung, um Karna Mudra zu üben, also die Ohren zu verschließen. Und es gibt mehrere Asanas, die als Rundasana bezeichnet werden. Und Angelina wird drei davon zeigen. Zunächst komme zur Zehenspitzenstellung und gib dabei die Fußsohlen zusammen und die Knie nach außen. Die Fersen sind dabei unter Anus, Perineum oder Damm. Dann gib die Schließe die Ohrknöpfe mit den Daumen und habe sanft die Zeigefinger oben an dem Ohr. Dann kannst du Jalandhara Bandha üben und dich auf den Punkt zwischen den Augenbrauen konzentrieren. Du kannst aber auch den Kopf aufrecht halten und gleichmäßig atmen und dabei spüren, wie dein Geist nach innen geht. Rundasana 2. Setze dich mit dem Gesäß auf den Boden, gib die Fußsohlen etwas zusammen, aber halte die Knie oben. Gib dann die Ellbogen oder die Unterarme auf die Knie und verschließe wieder die Ohrknöpfe mit dem Daumen und halte die Zeigefinger oben an den Ohrmuschel. Auch hier kannst du wieder nach innen gehen und du hast die äußeren Laute abgestellt. Das Drücken auf die Ohrknöpfe ist nicht nur etwas, um die äußeren Laute abzustellen, sondern ist auch ein Reflexpunkt, um die Anahata-Klänge, die inneren Klänge zu hören. Manche Menschen haben so schöne meditative Erfahrungen. Eine weitere Möglichkeit wäre, aus der Hockhaltung das zu machen. Wenn du kannst, bist du flach, die Fußsohlen flach auf den Boden und die Knie oben. Wenn du die Fersen nicht ganz hinunter bekommst, dann gehe so weit mit den Fersen nach unten, wie du kannst und trotzdem Gleichgewicht halten kannst. Und dann gib die Hände, die Ellbogen auf die Knie oder Oberschenkel und wiederum verschließe die Ohrknöpfe mit den Daumen und halte weiter mit den Zeigefinger oben an die Ohrmuschel. Auch diese Stellung gilt als Rundasana, ist Rundasana 3, die auch hilft, tief nach innen zu gehen. Alle drei Stellungen haben gemeinsam, dass die Ellbogen etwas unterstützt sind. Denn Karna Mudra, normalerweise hältst du einfach nur die Daumen in die Ohrknöpfe und dabei kannst du, oder auch mit dem Zeigefinger die Ohrknöpfe, aber noch traditionellerweise Daumen und dann mit dem Zeigefinger hier. Nach ein paar Minuten wirst du feststellen, dass das für die Schultern anstrengend ist. Und so ist es Rundasana-Variation, mit denen du längere Zeit die Anahata-Klänge hören kannst, indem du Karna Mudra übst.